Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Erzähl doch mal was über dich. Das kenne ich und dann rufst du die Polizei. Im nächsten Leben mache ich was ohne Wecker. Irgendjemand hat mir gesagt, dass ich schlecht im Namen merken bin. Am meisten hasse ich an den Kollegen im Büro, die Kollegen und das Büro. Wählen ist wie Zähneputzen, wenn man das nicht tut, wird's schwarz. Du trinkst um diese Uhrzeit schon Bier? Warmes Bier hilft bei Erkältung. Aber das Bier ist kalt. Bin auch nicht krank. Fakt ist, egal wie groß du bist, Spinnenweben hängen immer auf Gesichtshöhe. Sportlehrer, wir machen jetzt Dehnübungen. Hakan, das heißt die Übungen. An Halloween gehe ich als Toilette. Wenn ich eine Frau abschleppe, kommt die zweite direkt mit. Sag einer Frau, sie ist schön und sie hat es gleich vergessen. Sag ihr, sie ist fett und sie wird sich ewig daran erinnern. Wie ein Elefant. Wer früh aufsteht, hasst mehr vom Tag. Man kann nicht ausgenutzt werden, wenn man nutzlos ist. Echt krass, wie manche Radfahrer Vorfahrt mit Unsterblichkeit verwechseln. In der Schule dachte ich immer, ein Job wäre viel cooler, aber jetzt, wo ich arbeite, würde ich lieber wieder Annika auf dem Schulklo fingern. Was haben Vergewaltigungen und Golfspielen gemeinsam? Man möchte mit möglichst wenig Schlägen einlochen. Wenn Leute gähnen, glauben dann taube Menschen, sie würden schreien? Sitze im Bus und plötzlich geht vor mir Babygeschrei los. Ein Mädel holt ihr Handy raus, schaltet den Alarm ab und nimmt die Pille. Halb verdurstet, weil niemand da ist, der mir das Wasser reichen kann. Meine Freundin sagte, ich sei schlecht im Bett. Ich finde, das kann man nach 2 Minuten überhaupt nicht beurteilen. Wollen wir anhand von Zitaten unsere Lieblingsfilme erraten? Okay. Du fängst an. Hallo, ich soll hier ein Rohr verlegen. Mein bester Freund schrieb mir an Halloween um 21.10 Uhr, ich musste heute schon 3 Hexen, 5 Zombies und 10 Werwölfe erschießen. Was ist denn heute bitte los? Seitdem Opa tot ist, versprüht meine Oma manchmal sein Aftershave im Raum, schenkt ein Glas Cognac ein und beleidigt Ausländer am Fenster. Wird das Leben dir zu viel? Trink doch rasch eine Flasche Priel. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.